Recht herzlich willkommen zur 23. Folge von Factorio und wir sind hier mit unserem Mannequin und wir hatten jetzt letztes Mal hier Zahnräder angestoßen, die dann auch schon produziert werden, aber natürlich noch abgenommen werden müssen und das ist jetzt unser Problem. So, da müssen wir mal überlegen, ich würde das jetzt momentan ja echt so machen, stopp, das war die falsche Taste, dass wir das hier machen. Ne, das war wieder die falsche Taste. So. Ach, wir haben keine mehr. Gut, dann werden wir gerade noch welche nachbauen. Ne, das war die Forschung. Da ist es. Ah, war das hier? Nein, war das da? Nein, dann ist es da. Nein, dann ist Transport da. Ganz klar. So, das ist erledigt. Dann würde ich sagen, ja, können wir so machen. So machen. Wir sind zu weit weg, ein bisschen näher. So reicht's erstmal, denke ich. So, dann machen wir da einen hin zum Abladen. Der braucht dann noch Strom, okay. So, oder machen wir erstmal so. Und da wird's ja gehen. Aber da müssen wir erst noch einen herstellen. Und zwar den zweimal. Und zwar machen wir hier noch das Förderband dann dahin. Okay, zu weit weg. Passt erstmal. Förderband ist so, dann nochmal da. So. Und leider ist da kein Strom, das heißt, da müssen wir auch noch gucken, dass wir den Strom da hinkriegen. Mache ich mal dahin. Und die Aufgabe muss ja auch noch ausgewählt werden, die er hat. Wir wollten forschen. Und zwar Kupfer müssten wir da herstellen, was wir aber nicht können. Ach nee, warte mal. Doch, Kupferplatten müssen da rein. Die haben wir hier aber gar nicht. Die müssen wir dann erstmal besorgen. Machen aber jetzt erstmal hier Strom hin, dass das auf jeden Fall läuft. Ja, würde ich mal sagen, setzen wir einfach da erstmal hin. So, die Aufgabe der sollte also nicht das machen. Das ändern wir nochmal. Habe ich jetzt... Wir brauchen Zahnräder und Kupferplatten. Kupferplatten können wir noch nicht herstellen, oder wie sehe ich das? Oder auf jeden Fall nicht hier. Knickarmroboter können wir da herstellen. Das geht alles da nicht. Hier können wir auch Förderbänder herstellen. Vielleicht macht das Sinn. Ich glaube, das macht Sinn. Und da gibt es auch alles. In dem Sinne. Tolles Wort. Und dann machen wir hier noch erstmal den Verteiler hin. Und wir müssen dann aber auch schon noch selber hier die herstellen erstmal. Bevor sie automatisiert hergestellt werden, ne? Den machen wir da dann hin. Gut. Und dann kommt das dahin. Wir stehen zu weit weg. Passt. So, was da nicht gebraucht wird, läuft weiter. Wird da auch drauf geschoben. Und was am Ende des Bandes ist, ja, das müssen wir dann per Roboter natürlich auch abbauen. Und
ja, da müssen wir noch so einen bauen und wir bauen halt so eine einfache Holzkiste erstmal. Die setzen wir dorthin. Ah, jetzt haben wir einen falschen gebaut, ja. Ah, der hat jetzt keine, der braucht jetzt Kohle, ne? Haben wir auch nicht mit. Gut, dann machen wir den nochmal weg. Und bauen den richtigen. Das ist der. So, und dann brauchen wir noch Strom. So. Bauen wir da ein. So, sollte funktionieren erstmal, oder? Gut, läuft. So, was produzieren wir hier jetzt? Nix, weil wir keine Eisenplatten haben. Die kommen jetzt aber gleich da an und dann geht's dann voran. Gut, da hat das. Wird produziert und wir haben dann unten Förderbänder. So, den hier bauen wir gerade ab, oder? Ist der an der richtigen Stelle? Vielleicht ist er auch an der richtigen Stelle. Gut, machen wir da erstmal hin. Und die Kiste. Stopp, das war nicht die Kiste. Das ist die Kiste, kommt dahin. Aber der ist zu weit weg. Und die Kiste ist auch falsch. So, Kiste dann dahin. Passt. So, der packt die in die Kiste. So, und dann können wir das weiter ausbauen dann. Zu der passenden Zeit. Kohle läuft dahin. Hier unten fehlt noch Strom. Vielleicht sollen wir den auch noch anschließen gerade. Machen wir dahin. So, was kommt nicht? Da kommt jetzt kein Eisen hin, ne? Das haben wir aufgehoben. Na, hier sind ja Roboter, denen man dann das Eisen da hingeben könnte. Okay. Wenn ich da jetzt Platten reinlehne, brennen die Öfen aus den Stahlplatten eigentlich auch was? Weiß ich jetzt gar nicht. So, forschen können wir noch nicht, ne? Also der legt schon mal die Eisenplatten hin. Ich weiß gar nicht, ob die in den Öfen in irgendeiner Form gebrannt werden. Ja. Und was wird daraus gemacht? Okay. Stahlträger, glaub, ne? Oder? Kann das sein? Weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Sehen wir jetzt aber kurz. Ja, da sind Stahlträger. Ist auch okay, denke ich erstmal. Die können wir vielleicht ab und zu auch gebrauchen, ne? So, die werden wir dann da irgendwann weiterverarbeiten können, aber an diesem Moment nicht. So, was fehlt uns? Das ist die Frage. Ich glaube, wir fahren hoch und gucken, dass wir Kupfer kriegen, oder? Wo ist das Auto? Da unten ist das Auto. So. Ah, super, das war falsch rumgefahren. Oh, falsche Taste, bloß nicht da drauf, während wir da fahren. Baum erwischt. Shit. So, hier irgendwo wird gleich produziert. Da müssten wir eigentlich unser Kupfer wegkriegen, oder? Ja, ich denke mal, hier bleiben wir gerade stehen. Da ist das Auto auch sicher. Okay. Schütztürme sind am Arbeiten. Der Gegner ist da. Aber hier gibt es kein Eisen, fällt mir gerade auf. Hier gibt es nur... Sag schon. Hier gibt es nur...
macht er nicht automatisch, oder? Aber wahrscheinlich doch noch, ich weiß nicht wie, ne? Muss erstmal so rübernehmen. Gut, wo ist Kupfer? Das ist die Frage. Das muss woanders sein. Ja, hier sind genug Geschütztürme erstmal. Die funktionieren ja zum Glück auch. Wieder einsteigen und zurückfahren. So, vorwärts. Bom, shit. Das war gar nichts. Haben wir gerade geschafft, unsere Stromversorgung lahmzulegen. Bom, auch nix. Was macht der? Ey, cool, hast gesehen? Die Arme griffen den Wagen an. Die wollten den anheben, ne? Auch krass. Okay. So, wir haben was geholt, und zwar Eisen. Können wir in den Öfen schmelzen. Und schmeiße ich einfach mal hier rein. Boah, der ist flott, das Ding, ne? Dann machen wir das auch rein, damit beide Förderbänder bedient werden. So, Eisen läuft erstmal. Wird alles produziert. Okay, können wir mit leben. Da unten haben wir auch was produziert schon. Und hier oben geht's eigentlich auch zur Sache, ne? Okay, da oben werden Zahnräder gemacht und die Bleche. Und die werden auch geholt. So viel ist es hier drinne. Und das geht ja, okay. Gut, das läuft erstmal. Förderbänder haben wir schon 23 geschafft. Die nehmen wir dann mal raus. Gut, dann müssen wir weiter überlegen, was wir weiter produzieren können. Beziehungsweise wie wir zum Ziel kommen. Müssen wir erstmal schaffen. Okay, Kupfer ist hier unten wohl. Da müssen wir mal gucken, dass wir die Versorgung von dem Kupfer, ist ja ganz nah, da hochkriegen, ne? Dann würde ich sagen, wieso haben wir jetzt nur 7? Der kann weg, der ist nämlich falsch. Ah, was mache ich jetzt hier? So, kommen wir nicht hin, oder? Ist alle, ne? Kommen wir nicht hin. Und dahin? Das ist nur die Frage. Nee, das ist vielleicht auch gar nicht richtig da lang, oder doch? Mal schauen, wenn wir da so einen Herzförderer hinbauen. Sollten wir den da einbauen? Bauen wir den da ein. Der braucht Strom. Nicht genug Komponenten haben wir. Wir brauchen Holzbohlen, okay. Ja, aber bevor wir die Holzbohlen holen, denke ich mal, machen wir erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.